Warum soll man sich in der heutigen Zeit ausgerechnet einen Drucker kaufen, den man nach Erhalt auch noch zusammenbauen muss, während man doch Drucker wie zum Beispiel einen Prusa MK4S, einen Bambolab A1 oder aber auch einen Cobra 3 von Anycubic im Zusammenhang mit der Combo, also mit der ACE, fertig kaufen kann, auspackt, hinstellt und das Ding kalibriert sich selbst und druckt direkt out of the box? Naja, ganz einfach. Und da kommt dann der Lurch EX ins Spiel. Man lernt mit dem Teil unheimlich viel und ihr seht schon, ich habe ein dickes, fettes Grinsen im Gesicht, weil ich die letzten zwei Tage echt Spaß hatte. Und damit herzlich willkommen. Ich bin die Maggie von makeorama.de und ich kann euch nur sagen, ja, das ist ein geiles Gerät. Das ist ein geiler Drucker. Ich habe echt Spaß damit, auch wenn ein Kabel gefehlt hat. Aber dazu kommen wir gleich nochmal. Ich habe den Drucker nach langem Hin und Her mir mal auf AliExpress bestellt, weil er da einfach noch mal ein paar Euro günstiger war als auf der Webseite vom Hersteller. Und kosten tut das ganze Teil als Kit in der Version 3, ohne irgendwelche Extras, ohne Linearschienen oder Autolevel-Sensor und, was man mittlerweile dafür alles kriegt, kostet das Ganze 169 US-Dollar. Das ist für einen Einstiegsdrucker, denke ich mal, ziemlich okay. Und ausgerichtet ist der Drucker erstmal an sich auf Kinder und Schulen, dass die lernen, mit dem Drucker umzugehen, den Drucker zusammenzubauen und überhaupt mal diese Technik dahinter kennenzulernen. Und das ist auch wirklich ein ganz guter Punkt, weil wenn der hier ankommt, kommt der nicht nur gut verpackt, sondern man hat eine richtig schöne große Tasche mit kleinen Päckchen drin, wo alle schön beschriftet sind, wo man sieht, okay, das ist jetzt Schritt 1 von 1, Schritt 2 von 1 und so weiter und so fort und kann dann entsprechend parallel mit der Anleitung hier schön arbeiten und weiß ganz genau, für den Schritt brauche ich das Tütchen mit den Bauteilen und kann dann weiterarbeiten. Das ist wunderbar erklärt, muss ich ganz ehrlich zugeben, hat mir richtig gut gefallen. Und auf AliExpress habe ich das Ganze jetzt in mehreren Varianten gefunden, auch auf der Webseite vom Hersteller. Auf AliExpress bekommt man ihn, glaube ich, noch als Version 2, also die Vorgängervariante. Da sind dann so ein paar Sachen, wie zum Beispiel, dass hier die Bohrungen für die Linearschienen noch nicht drin sind in der Version 2. Auch hier für die Linearschienen ist noch nichts vorgegeben in den einzelnen Achsen. Das braucht man auch erstmal eigentlich gesehen gar nicht. Aber wenn man später das Ganze nachrüsten möchte, ist das natürlich eine gute Idee, wenn man schon die Bohrungen direkt vorgesetzt hat. Da könnt ihr natürlich dann auch noch mal ein bisschen Geld sparen, wenn ihr sagt, okay, ihr wollt nicht so viel Geld ausgeben. Und ich habe gesehen, da gibt es sogar den einen oder anderen M-Box, der das Ganze dann für 118 Euro geschossen hat. Das ist natürlich auch ziemlich genial. Den Preis konnte ich jetzt leider für mein Kit nicht mehr erreichen. Aber ich würde sagen, haltet mal die Augen offen, denn Black Friday steht bald vor der Tür und vielleicht gibt es da den einen oder anderen Deal nochmal. Gerade vielleicht die Version 2, dass die nochmal ein bisschen günstiger verkauft wird. Aber insgesamt muss ich sagen, finde ich das ziemlich genial. Ihr seht, alles, was hier am Drucker dran ist und drin ist und drum ist, ist im Lieferumfang enthalten. Das heißt also, die ganzen Gewebeschläuche, die ganzen gedruckten Teile, die ganze Elektronik, alles Mögliche, ein Extruder mit Filamentsensor. Und ja, der ist vielleicht ein bisschen simpel, aber er funktioniert. Wenn ihr dann das ganze Paket bekommt und aufmacht, ihr wart bestimmt beim Livestream dabei. Wenn nicht, findet ihr unten in der Videobeschreibung den Link dazu, dass ihr euch die beiden Livestreams nochmal anschauen könnt. Ich habe jetzt, wo ich das Video drehe, gestern Abend und heute Vormittag entsprechend den Drucker in zwei Streams jeweils zusammengebaut. Und muss ganz ehrlich sagen, das hat richtig viel Spaß gemacht. Ich denke, wir waren so insgesamt 3 bis 4 Stunden unterwegs, um den Drucker zusammenzubauen. Vielleicht waren es auch 5, ich weiß es nicht ganz genau. Natürlich mit Gerede zwischendrin, Kommentaren lesen und allem drum und dran. Aber man hat hier, wie gesagt, so eine richtig schicke Anleitung mit dabei, der man auch gut folgen kann. Und in der Anleitung wird alles wirklich Schritt für Schritt erklärt. Hier allein schon mal von den Schrauben, welche Schrauben mit dabei sind, worauf man achten soll, welche Schraubenkopfformen es gibt. Und dann fängt man direkt an, den Rahmen erstmal vom Drucker zusammenzubauen. Und eine Frage vorm Stream war, ob die Profile hier aus Plastik sind. Nein, sind sie nicht, das sind Aluprofile. Ganz normale Aluprofile, ja ganz normal nicht, weil man hat mittlerweile die Bohrung hier drin für die Linearschienen. Aber im Grunde genommen sind das Linearschienen, wie man sie von früher kennt, als man seine Drucker zusammengebaut hat. Und dann fängt man an, einfach Stück für Stück diesen Rahmen zusammenzubauen und man merkt relativ schnell, dass diese PLA-Teile, wo ich am Anfang so ein bisschen Bedenken hatte, ohne einen Drucker mit PLA-Teilen, nicht, dass da irgendwas die Biege macht, dass das eigentlich gar keine Rolle spielt. Denn die Stabilität kommt eigentlich durch die Metallteile
Man schraubt also hier die X, Y und Z-Achse entsprechend so zusammen, dass sie halt Metall auf Metall sind und da entsprechend eine gute Verbindung herstellen. Und diese ganzen Plastikteile sind eigentlich eher Einhausung oder Abdeckung entsprechend. Wenn man sich jetzt aber die Anleitung erstmal anschaut, das hat Mpox auch schon angesprochen, sieht man, dass die Texte alle auf Englisch sind. Und ich sage, okay, das ist aber in dem Falle kein Beinbruch, weil in der Anleitung habe ich eigentlich größtenteils beim Zusammenbauen eigentlich nach den Bildern gearbeitet. Das ist wunderbar, man braucht also nicht unbedingt Englisch können. Ich habe dann, wenn ich nicht genau wusste, was jetzt da noch irgendwo vielleicht an einer bestimmten Stelle irgendwas ist, wo ich was vielleicht übersehen habe, dann habe ich nochmal den Text durchgelesen, der da unten drunter stand. Ich habe aber auch gut und gerne mal, gerade bei der Elektronik, wo sind wir da? Da war irgendwo ein Punkt mit Elektronik, da habe ich dann mal sowas überlesen, wie zum Beispiel, geh zu Appendix 1 und schau dir hinten entsprechend das an, wie denn da die, hier ist das, wie denn da entsprechend die Elektronik verkabelt wird. Und dann geht man hinten zu Appendix 1 und schaut sich das an und kann das dann entsprechend verkabeln, damit man dann später hier an Ort und Stelle wieder weitermachen kann. Das habe ich am Anfang überlesen. Chris hat mich dann darauf hingewiesen. Danke dafür nochmal. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mir richtig gut gefallen. Das Einzige, was ich mir wünschen würde, wäre halt wirklich, dass diese Anleitung für die Elektronik, für das Wiring und alles drum und dran an der Stelle ist, wo es auch in der Anleitung auftaucht. Weil sowas hier oben mit so einem kleinen Hinweis kann man gerne mal überlesen, aber das ist absolut kein Beinbruch. Ich meine, man merkt ja, wenn man das Gehäuse zusammenschraubt und hier die ganzen Elektronik, die Schalter und die Buchse für das Kaltgerätekabel reinschraubt, dann merkt man, Moment mal, ich muss ja erstmal was verkabeln, damit da überhaupt irgendwo Strom auch hingehen kann. Ja, das fällt einem dann noch relativ schnell auf und man entdeckt dann auch, denke ich mal, selbstständig, dass da hinten noch was fehlt. Und für diejenigen unter euch, für die eine geschriebene Anleitung nichts ist, die können sich natürlich gerne nochmal entsprechend auf der Webseite von Lötsch oder auf YouTube entsprechend die Videos angucken, wie man dieses Teil zusammenbauen kann. Insgesamt finde ich das ziemlich cool. Eine Sache möchte ich nochmal gerne hervorheben. Ich habe diese Liste hier mit dabei gehabt. Die sieht nicht mehr ganz so taufrisch aus. Ja, hier oben sind so zwei Löcher drin, finde ich ein bisschen schade. Aber sei es drum, hier hat man für jeden einzelnen Schritt nochmal die Bauteile aufgelistet, die man braucht. Falls man jetzt hingeht und vielleicht die ganzen kleinen Beutelchen am Anfang schon irgendwo entleert. Das kann natürlich auch passieren. Deswegen ist hier nochmal eine Liste dabei mit Schritt 1 von 1 oder Schritt 1.1 brauchen wir Buttonhead Mechanical Screw M5x10, 2 Stück. Das ist ziemlich eindeutig und man kommt da relativ schnell rein, wie, wo, was man braucht, um das Ding zusammenzubauen. Und das merkt man auch auf der Webseite. Das ist eigentlich dazu ausgelegt, dass man Kindern beibringt, wie funktioniert so ein 3D-Drucker. Das ist, ihr wisst, ihr kennt meine Podcasts und ihr kennt auch die Interviews, die ich bisher geführt habe, ist für uns hier auf dem Kanal ein großes Thema, dass wir damals schon gesagt haben, okay, wir schaffen ein paar Plucher MK3 an. Wir haben auch davor schon versucht, in Frankfurt entsprechend in einem sozialen Projekt Drucker anzuschaffen und den Kindern das zu zeigen, wie die funktionieren. Und das ist natürlich dann, da geht mir wirklich so ein bisschen das Herz auf, wenn ich sehe, dass da so ein Drucker es einem beibringt entsprechend, wie so ein Teil funktioniert und wo man dann nochmal reparieren muss. Und da ist es vielleicht auch ganz sinnvoll, die Frage zu beantworten, die unter den Kommentaren schon mal kam. Ja, warum brauche ich denn so ein Teil, wenn ich mir einen A1 Mini kaufen kann? Ganz einfach, den A1 Mini, der kommt halt schon fertig montiert. Und wenn da was dran ist und du nicht weißt, wie du es reparieren sollst, weil du das Teil nicht selbst zusammengebaut hast, dann bist du halt darauf angewiesen, dass dir jemand anders erklärt, wie das funktioniert und dir auch die Bauteile dafür entsprechend erklärt und zur Verfügung stellt. Wenn du aber weißt an jeder Schraube, wo du was dran drehen musst, damit das Ding wieder läuft, dann kannst du selbst auch in der Hinsicht entscheiden, ist das Bauteil, was ich jetzt hier angeboten bekomme, zu teuer oder kriege ich das vielleicht woanders günstiger und kann mir dann selber was zusammenbauen. Und das ist halt das Schöne an dem ganzen Drucker. Man merkt, okay, ich habe jetzt hier ein Problem gehabt beim Drucker, das habe ich auch heute Morgen im Livestream gemerkt, dass hier von dem Z-Motor das Kabel gefehlt hat. Und ich habe dann ganz einfach aus meinem allerersten 3D-Drucker, ich hatte Glück, dass ich da noch so, so ein Kabel dran hatte, mit einem entsprechenden Stecker, ich habe einfach hier von dem Stecker das Kabel abgeschnitten, habe das richtig gekrimmt und habe dann hier drin entsprechend das Ganze können anschließen und der Drucker funktioniert wunderbar. Er hat dann, nachdem ich das Ding gelevelt habe und erstmal eingerichtet habe, hat er wunderbar funktioniert. Kleiner Teaser, leveln, du
tut man das Ganze jetzt in der Variante noch manuell. Da gibt es aber Upgrades ohne Ende. Da kann man sich aber auch einen Level-Sensor von Lurch direkt bestellen für die verschiedenen Nozzle-Größen. Da kann man Linearschienen einbauen. Da kann man Linearschienen von Hybin einbauen. Da kann man Linearschienen von Hybin mit Metallschlitten einbauen. Da kann man alles Mögliche einbauen, LED-Streifen und. Ja, ihr habt richtig gehört, Linearschienen von Hybin, das wird auch noch ein Thema sein. Ich werde mal gucken, was ich alles an Upgrades entsprechend schießen kann. Man kann sich einen Direktextruder drauf bauen. Man kann das Ding im Prinzip modden, wie man möchte. Und man kann sogar hingehen und sagen, okay, ich packe mir hier einen Raspberry Pi dran und schließe einfach Clipper an. Und genau das ist auch das, was der Hersteller sagt. Würde ich es malen drauf, ihr könnt aber auch gerne Clipper installieren. Und das ist halt schon ziemlich nice, dass man lernt, wie so ein Drucker funktioniert. Also das, was wir damals alles vor 10 Jahren uns noch selbst beigebracht haben im Prinzip oder durch Learning by Doing gelernt haben, das kriegt ihr jetzt hier mit diesem schicken Buch gezeigt und das auch noch für kleines Geld. Das heißt also, ihr habt da dann auch am Schluss ein Fachwissen über den Drucker, auf das ihr aufbauen könnt, wo ihr unheimlich viel lernt. Und ich sag mal so, dass dieser Toolhead hier dran bleibt, ist ziemlich unwahrscheinlich, weil ich kann natürlich hingehen und sagen, okay, der Fanshroud hier vorne, der Part-Cooling-Fanshroud, der gefällt mir nicht. Ich mache mir da einen, der wie beim Prusa MK4S im Prinzip 360 Grad um die Düse herum geht. Oder ich packe mir hier einen Orbiter drauf. Oder ich gehe hin und packe mir wirklich die Linearschienen drauf. Oder ich gucke, dass ich da vielleicht nochmal, weiß ich nicht, irgendwas dran mache. Vielleicht ein Beacon dran packe zum Leveln. Ja, weil wenn ich Clipper dran habe, dann kann ich auch ein Beacon dran packen. Und dann kann ich auf der 180x180 großen Druckfläche, ja, es ist die gleiche Druckgröße wie beim Prusa Mini da hinten, kann ich dann entsprechend mit einem Beacon das Druckbett von jetzt auf gleich quasi ausmessen und entsprechend drauf leveln. Das ist mega genial. Ich habe auch hier an der Seite dann, passend natürlich zu dieser Modularität, die Möglichkeit über, einen USB-Stick, einen USB-Anschluss, wo ich dann einen Raspberry Pi oder einen Computer dran anschließen kann oder eine SD-Karte arbeiten kann, eine Micro-SD-Karte. Heißt also, ich habe Variationen. Das heißt, ich bin nicht nur auf ein Medium angewiesen und wenn mir der USB-Stick mal abbrauchen sollte oder hier der Anschluss abbrauchen sollte, habe ich immer noch zwei andere, die ich halt entsprechend nutzen kann. Und was ihr nicht gemerkt habt, ich habe hier ständig hinten den Strom drin und habe den noch eingeschaltet im Prinzip, dass das Netzteil auf jeden Fall mit Strom versorgt ist. Und hier vorne ist der ein Ausschalter. Und wenn ich da drauf drücke, dann kriege ich dieses wunderbare Display zu sehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, designtechnisch, gerade mit den grünen Akzentteilen, gefällt mir das Display richtig gut. Und das ist nicht einfach nur irgendein Display, sondern das ist sogar auch noch ein Touch-Display. Und wenn ich mal einen Punkt habe, wo ich nicht wirklich gut rankomme, wo ich sage, okay, da bräuchte ich jetzt hier mal, keine Ahnung, hier oben so ein bisschen mehr Spiel, dann habe ich hier oben zum Beispiel, kann ich mit dem Stift, mit dem Stylus, den ich hier nebendran reinstecken kann, kann ich das ganze Teil auch noch bedienen. Das ist unheimlich interessant. Ich habe den Drucker auch gemessen, als er gedruckt hat. Ihr seht, ich habe da schon einen Würfel gedruckt entsprechend. Er hat 60 Dezibel mal 61 mal 62. Okay, aber so zwischen 60 und 62 Dezibel braucht er oder hat er, wenn er am Drucken ist. Und zwar mit PLA. Und das ist, finde ich, für so ein kleines Paket ist das schon echt enorm. Das macht richtig Laune. Ich habe natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, okay, das Netzteil packe ich raus, packe es extern und packe das ganze Ding in ein Gehäuse rein. Geht natürlich auch wunderbar. Da ich hier ein aktiv gekühltes Motherboard habe, kann ich natürlich auch das Ganze ohne Bedenken, ohne dass mir irgendwelche Schritte übersprungen werden oder so in Richtung, natürlich in eine Einhausung packen. Das ist wunderbar. Man hat hier echt wirklich an alles gedacht, finde ich. Sogar an eine halbdurchlässige Acrylplatte, die man hier oben drauf packt, damit man so ein bisschen was von der Elektronik innen drin sieht. Das finde ich mega geil. Da werde ich auch nochmal hingehen und werde nochmal mit dem F1 von X-Tool nochmal, was weiß ich, das Lurch-Logo und das Makorama-Logo nochmal eingravieren. Das finde ich natürlich insgesamt auch nochmal ein schönes Detail, dass man da so ein bisschen auch nochmal die Elektronik nochmal so ein klein bisschen wenigstens hervorhebt. Und ihr sagt, okay, Maggie, interessiert uns alles nicht. Wir wollen erstmal das Ding drucken sehen und wir wollen erstmal sehen, wie die Druckqualität ist. Und ich nehme das Ding mal raus und ich kann euch sagen, ja, bis auf so ein paar klitzekleine Druckfehler, das war der erste Druck, den ich drauf gestartet habe, wohlgemerkt, ist das Ding eigentlich schon von der Druckqualität her ziemlich geil. Und wenn man den nochmal ordentlich einstellt, nochmal die Riemen ordentlich spannt, das habe ich jetzt alles noch nicht gemacht, dann ist das schon eine Granate an Drucker.
Und in diesem Sinne, hat euch das Video hoffentlich gefallen? Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich tierisch freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Vielen, vielen lieben Dank an meine Unterstützer hier auf YouTube und auf Patreon. Und natürlich auch vielen lieben Dank an meinen Sponsor PCBBay. Und in diesem Sinne, hodl the line, happy printing und ciao. Masterpiece from the board to filaments, layer bonds with innocence.